Das Gehirn. Neuronen und Synapsen. Signalverarbeitung im Gehirn. Unser Gehirn. Schaltzentrale und Superrechner mit etwa 86 Milliarden verknüpften Nervenzellen oder Neuronen. Diese Neuronen erhalten Informationen aus dem Körper und der Umwelt, verarbeiten sie und geben Signale an andere Zellen weiter. Nervenzellen besitzen eine elektrisch erregbare Membran und kommunizieren über ihre Zellfortsätze, die Dendriten und Axone. Erreicht ein Reiz, beispielsweise Schmerz, eine Nervenzelle, so wird dieser Reiz von den Dendriten empfangen. Sie fungieren als Antennen. Sind die eingehenden Impulse stark genug, wird im Axonhügel der Nervenzelle ein Aktionspotenzial ausgelöst und über ihr Axon weitergeleitet. Die Nervenzelle feuert. Die Axonenden sind wiederum über Synapsen mit anderen Nervenzellen verbunden. Im menschlichen Gehirn gibt es davon etwa 100 Billionen. An diesen Synapsen werden die elektrischen Impulse in chemische Signale umgewandelt. Das bedeutet, das in der Synapse ankommende Aktionspotenzial löst die Freisetzung von Botenstoffen, sogenannten Neurotransmittern, aus. Diese werden über den synaptischen Spalt an die nächste Nervenzelle weitergegeben und dort mit Hilfe von Rezeptoren aufgenommen. Bekannte Neurotransmitter sind Dopamin, Adrenalin oder Serotonin. Die Aufnahme der Transmitter führt zur Öffnung von Ionenkanälen, die wiederum zu einer Änderung des Membranpotenzials führen. Ionenkanäle sind Proteine, die Poren in der Zellmembran bilden und so ermöglichen, dass elektrisch geladene Ionen oder Moleküle hinein oder hinaus gelangen können. Ist das Membranpotenzial groß genug, wird also ein bestimmter Schwellenwert erreicht, wird erneut ein Aktionspotenzial ausgelöst. Erwin Näher und Bert Zackmann entwickelten die Patch-Clamp-Technik, mit deren Hilfe es möglich ist, die nur wenige Picoampere großen Ionenströme einzelner Kanäle zu messen. 1991 wurden sie dafür mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet. Our approach was to try to not push into the cell, but unser Ansatz war der Versuch, nicht in die Zelle einzudringen, sondern die Glaspipette dicht auf der Zelloberfläche aufzusetzen, um dadurch ein kleines Membranareal zu isolieren und die elektrischen Ströme zu messen. A small patch of membrane